Oh, das war knapp. Aber ich bin an Bord. Mist, bei meinem todesmutigen Sprung sind mir alle meine Sachen aus der Hose gefallen. Oh nein. Pi? Keine Sorge, ich bin noch hier. Leider. Faith, ich komme. Die bekommst du niemals auf. Woher willst du das wissen? Ich habe die modernsten Sensoren. Wie lange dauert die Fahrt denn? Beim aktuellen Verkehr 3 Stunden und 47 Minuten. Verkehr? Oh. Kannst du mir ein paar Witze... Du meinst von der Sorte, kommt eine Frau beim Frauenarzt? Genau. Nein. Oh. Kannst du mir ein paar... Auf hoher See habe ich keinen Empfang. Kannst du was singen? Sing doch selbst. Das wird jetzt langweilig. Was könnte ich wohl tun, um die Zeit totzuschlagen? Ist echt schade, dass du kein Sexroboter bist. Oder wenigstens eine Sexpuppe. Vielleicht findest du hier ja sowas Ähnliches. Großartige Idee. Warum ermutige ich ihn auch noch? Wasch dir wenigstens die Hände, bevor du mich dann wieder anfasst. Okay, die Kiste hat auch schon bessere Tat. Eine Kiste voller Brechstangen. Und die Kiste ist fast kaputt. Nee, ist klar. Giftfass. Warum ist ein Fass mit Giftmüll in diesem Frachtraum? Gibt es... Da ist ein Push-Up. Aber warum? Ich frag mich, ob der... Ich glaube, die hat jemand falsch herum aufgest... Hier ist ein Brett lose. So. Hebel habe ich ja. Klingt wie ich beim Hotdog-Wettessen. Also, danach. Die Geräusche, die das Hühnchen macht, finde ich... Mit bloßen Händen? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich... Ich bin mir schon sicher, ich will doch anschauen. BJ, bist du ein Vampir? Puh, das ist nur eine Puppe. Aber was für eine? Eine täuschend echte BJ-Puppe. Eins muss man diesem BJ lassen. Zwar nicht direkt eine Sexpuppe. Nein, das... Hier ist filigraneres. Filigraneres Werkzeug, okay. Bin ich jetzt über Bord? Ja. Also nochmal, also wenigstens ausnahmsweise vielleicht. Hab ich. Ich hab gelernt. Ich hab's gelesen und gelernt. Okay, ich tu's auch nicht wieder. Egal wie viele Brechstangen ich hier habe. Die bekomme ich auf. Ich muss mir wohl irgendwie. Okay, Giftfass. Mal schauen, ob auch. Mit der das Puppe. Ist gut so, wie es. Mit dem BH? Besser nicht. Okay. Warum ist ein Fass. Ich frage mich, was das fasse ich nicht. Ich frage mich, was passiert, wenn irgendwas mit diesem Schlamm in Kontakt kommt. Besser nicht. Das lässt sich nicht. Das hilft mir nicht. Okay. Ich habe jetzt nicht die Ahnung gehabt, dass ich eventuell einfach nur. Dass ich da was. Die Geräusche, die. Aufsaugen kann quasi. Das hilft mir nicht. Das habe ich schon aufgemacht. Ich glaube, dir hat jemand ver... Das habe ich schon aufgemacht. Die Kiste hat... Es gibt Dinge... Ja, Du
DJ-Puppe macht jetzt stöhnende Geräusche. Ist klar. Die DJ-Puppe schon nicht schlecht, aber... Die DJ-Puppe trägt... Die DJ-Puppe schon nicht. Was? Und ich darf das jetzt nicht ausmachen? Nein. Aber ich habe kein filigraneres Werkzeug. Die Kiste hat auch schon... Es gibt Dinge... Besser nicht. Das habe ich... Das ist gut. Das habe ich schon... Ich bin nicht der Clownprinz des Verbrechens. Und das ist auch ganz sicher kein Robin. Das hilft mir nicht. Egal wie viel... Bin ich blöde? Ich habe doch jetzt alles... Besser nicht. ...versucht. Ist doch nicht das so, was ist gut, ich erzählen so kann, oder was? Ein vibrierendes Päckchen. Ein Vibri... Nein. Die DJ-Puppe trägt sexy Unterwäsche. Ich frage mich, was... Das fasse ich nicht. Ich hab nichts anderes. Was soll ich denn hier noch machen? Hier ist doch nichts mehr. Die Kiste hat offen. Die ist schon offen. Ich bin nicht der Clownprinz des Verbrechens. Und das ist auch ganz sicher kein Robin. Das habe ich schon auf. Das hilft mir. Hier ist Philipp besser nicht. Das hilft mir nicht. Das habe ich schon auf. Hä? Warum ist ein Fass mit Giftmüll in diesem Frachtraum? Gibt es da, wo wir hinfahren, vielleicht nicht genug Giftmüll? Ich weiß nicht, was ich... Ich glaube, dir hat jemand falsch herum. Ich glaube dir... Da ist ein Holz... Oh. Beim Aufbrechen... Au! Schafft hatte ich ja. Der Holzsplitter könnte... So gefällt er mir. Und jetzt? So gefällt mir das. Besser nicht. Das macht es nicht besser. Warum eigentlich nicht? Mal sehen, was damit passiert. Da passiert nichts. Blöder BJ. Was glaubst du da gebaut zu haben? Der Prototyp... Für den Markt der sexuell Frustrierten? Pi, wenn ich mich zu sehr reinsteigere und gar nicht aufhören will, dann sag mir Bescheid, wenn wir da sind. Pi? Hat sich wohl ausgeschaltet. Zur Sache, Schätzchen. Warum? Drei Sekunden später. Okay. So lange habe ich noch nie mit einer künstlichen Frau durchgehalten. Und es scheint dir Spaß gemacht zu haben. Pi? Hallo? Ist es vorbei? Du hast etwas verpasst. Sind wir bald da? Ortung läuft. Wir legen gleich in Cancun an. Verzage nicht, Faith. Ich bin gleich bei dir. Ich werde dir helfen, Prune zu retten. Und dann sind wir endlich zusammen. Aber wo ist Faith jetzt? Ich sollte nach Einheimischen Ausschau halten. Vielleicht haben die sie gesehen. Oh je. Leer gepflückt. Avocados gibt's noch, okay. Avocados? Da ist kein Wasser.
Aua! Ich habe mich gestochen! Was? Wer steckt denn sowas in eine Sandburg? Ein gefährliches Pflaster ist das hier. Spritze. Nein. Wer steckt denn sowas? Wir haben Dingsmasken auf. Okay. Flacher Stein. Autsch! Heiß, okay. Heiße Avocados? Das ist gut, so. Okay. Hola, Gringo! Hola! Was darf's sein? Nette Insel hier. Oh ja, ich komme auch gar nicht aus New Lost Wages. Was gibt's denn so? Ich habe vorzügliches Craft-Bier im Angebot. Lefty? Psst, hier heiße ich Lefty. Die Einheimischen hier wollen das so. Warum? Sonst hätte ich keine Schanklizenz bekommen. Die sind da etwas komisch. Irgendwas mit Importbeschränkungen und Zöllen. Wie bist du hier gelandet? Ach, es schien mir ratsam, die Stadt zu verlassen, als die Gesundheitsbehörde anfing, an meinem Kraftbier rumzumäkeln. Dabei ist nicht mal jemand daran gestorben und die meisten Vergiftungssymptome sind schnell wieder abgeklungen. Damit war ich eindeutig im Visier des tiefen Staats und musste zu meiner eigenen Sicherheit das Land verlassen. New Lost Wages ist sowieso ein heißes Pflaster. Prun hatte ja schon die halbe Stadt übernommen und nun stehen sie kurz vor der Pleite. Nach deinem Auftritt bei der Präsentation haben die Pifon-Besitzer die Firma mit Klagen überzogen. Und dann ist diese Anwältin an die Öffentlichkeit getreten. Irgendwie hat die Insider-Infos bekommen. Was für ein Skandal. Jedenfalls hat sie offengelegt, dass Faith viel mehr in alles verstrickt ist, als die Leute bisher wussten. Dazu noch diese Katastrophe mit der Explosion bei der Vorstellung. Oh. Wenn Prun jetzt nicht schnellstens Schadensbegrenzung hinbekommt, ist der Laden am Ende. Was hat es mit der Villa auf sich? Die gehört diesem BJ von Prun. Als er reich wurde, hat er die halbe Insel gekauft und das Ding dahin gebaut. Er ist wohl nicht so oft hier. Derzeit allerdings schon, kein Wunder. Und er hat eine Mauer gebaut, um die Einheimischen fernzuhalten. Nein, die haben die Einheimischen gebaut, damit sie ihre Ruhe vor den reichen Gringos haben. Ach so. Bis später, Lefto. Lefto. Okay. Kamin? Wieder ist Mick. Wofür wird hier eigentlich... Kochbuch. Hier ist ein Rezept für Original Cancun Guacamole. Dafür braucht man eine Avocado, eine sonnengereifte Tomate, etwas Zitronensaft, frischen Koriander und eine Prise Salz. Alles klein schneiden und miteinander vermengen. Klingt einfach. Zu jeder Zutat gibt es ein kleines Bild. Hier steht noch das Lieblingsessen von Cancun Alpakas. Okay. Guacamole ist das Lieblingsessen von Alpakas. Okay. Hey! Ich muss nur... Ich kann nicht riskieren, dass meine Braukette beschädigt wird. Es geht um meinen Ruf. Okay. Ich habe hier ein tolles Guacamole-Rezept. Ach ja? Das wäre auch für mich interessant. Die Leute hier stehen auf sowas. Ich optimiere ihn für Alpakas. Die würde ich nicht gerade als... Cerveza de los Barbaros geht gut von der Zunge. Was es im Magen anrichtet. Okay, hier ist sonst nichts mehr? Nee. Ja. Im Mittelpunkt steht ein Mann in einem weißen Anzug. Spricht mich irgendwie an. Ach, hier war ich doch nicht. Das kann man doch auch bekommen. Tomatenpflanze. Die ist ganz grün und... Packerdum. Ich soll das mitnehmen?
Klar mache ich das. Klar mache ich das. Warum nicht? Aber doch bestimmt. Die beiden Sachen funktionieren. Okay. Das lässt sie. Das hilft mir. Okay. Da komme ich nicht ran. Das Sonnensegel ist so angebracht, dass kein bisschen Licht in das Gehege fällt. Dafür habe ich wirklich. Und das ist ausnahmsweise etwas, das ich nicht. Was kann der denn? Kann mir denn noch was sagen hier? Oder? Hallo? Oh nein, nicht noch sein, Gringo! Ich bin nicht Ringo, ich bin Larry. El Rey. El Rey. Nett. Das war sie einmal. Doch dann kamen die Gringos, haben sich hier breit gemacht und uns die Jobs geklaut. Wir haben eine Mauer gebaut. Und sie werden dafür bezahlen. Lefto ist ja ganz in Ordnung, aber wir können doch nicht alle Flüchtlinge aus New Lost Wages aufnehmen. Alles wird wieder einmal werden, wie es war. Wenn die Prophezeiung eintritt. Beißen die Alpakas? Nein, aber wenn du ihnen zu nahe kommst, werden sie dich mit einem Power Slam auf den Boden rammen. Okay. Nette in. Das war sie doch. Wie? Hatte schon. Was hältst du? Er glaubt, wir wüssten nicht. Wir lassen ihn in diesem. Bis später. El Rey. El Roy. Moment. Sind das Alpakas mit Wrestlingmasken in einem Ring? Wahrscheinlich irgendein uraltes Brauchtum. Unfruchtbare Erde machen wir zu fruchtbare Erde mit dem Dung. Ein perfekt. Das hat besser funktioniert. So, dann pflanzen wir die Tomate ein. Besser nicht. Das wäre dem Jungen. Schade. Jetzt wachsen hier die unterschiedlichsten. Immerhin ein Gebiet, auf dem dein. Die Kräuter sehen alle unterschiedlich aus. Bildchen. Ja, hier sind Bilder von den. Das müsste Koriander sein. Okay. Koriander. Komm, kann ich das? Die beiden Sachen? Ja, kann ich nicht. Wasser? Gibt's hier mehr? Nee. Zitrone oder Zitronenbaum? Gibt's halt nicht. Ich kann unten kein Wasser ausmachen. Mhm. Dazu aber. Kann ich die Tomate an der Sonne einfach nochmal. Reifen lassen? Hoffentlich wird die. Das hilft mir nicht. Sie liegt jetzt auf dem. Wahrscheinlich einmal rein. Oh, nochmal den Mixer. Oh, den Koriander, nochmal den Mixer. Hä? Ich. Es geht um. Ich überlasse. Okay, dann. Ja, machst du das jetzt, oder? Ob es gefährlich ist? Ich schmeiße sie sicherheitshalber. Okay. Koriander. Sofern. Wie kriege ich jetzt noch Salz? Salz, eine Zitrone und. Oh, viel zu. Die armen Alpakas. Ich fürchte, die würden mich nur. Ich fürchte, die. Moment, wahrscheinlich irgendein. Nein, nein. Nein. Völlig. Nein. Okay, kann ich hier. Besser nicht. Das würde nur zu. Das ist gut so. Okay. Warte mal. Was steht da an der Wand? Das ist unsere heilige Prophezeiung, die schon seit Jahrhunderten an dieser Wand steht.
Kannst du sie übersetzen? Die Alpakas werden sich vor dem Mann in Weiß verneigen, der im Licht der Morgensonne steht. Und dann werden die Gringos von der Insel vertrieben und es wird Frieden einkehren. Was bedeutet das? Habe ich versehentlich Spanisch gesprochen? Es bedeutet, dass die Alpakas sich vor dem Mann in Weiß verneigen werden, der im Licht der Morgensonne steht. Und dann werden die Gringos von der Insel vertrieben und es wird wieder Frieden einkehren. Das war jetzt sehr hilfreich. Bis später. El Rey. Okay, also da muss er ein Loch reinkriegen, da muss die Guacamole rein und dann... Außer. Das lässt sich nicht... Das ist nicht... Was soll ich jetzt mit der Spritze? Eine reicht mir. Wegen der Sonnen... Oh, die ist jetzt rot, alles klar. Die ist jetzt richtig. Jetzt muss ich noch irgendwie Salz und eine Zitrone kriegen. Wer macht denn eigentlich Tomaten? Das hilft mir nicht. Ah, ich... Besser nicht. Das ist gut so, das hilft mir nicht. Nein. Ah, ich... Ich hasse Rätsel mit Eimer. Ja, ich auch. Leer gepflückt. Da ist mir jemand zuvor gekommen. Die Zitronen... Wenn die Zitronen alle gepflückt worden sind, er ist hier der Einzige, der hier noch ist. Also muss er ja... Bis später. Left. Wofür wird hier eigentlich... Was servierst du hier? Cerveza. Klingt exo... Es ist die neue Rezeptur, die du mir... Ist wirklich lecker. Aber diese kleine... Jedenfalls habe ich noch etwas Salz und Zitrone dazu gegeben und geraspelte Echse für die Farbe. Man Na. Muss sich ja an die ein... Ja, kannst du mir davon was geben, oder? Eine Cerveza... De- Kommt sofort. Lass mich... Ich hab wohl vergessen... Naja, ich musste auch etwas übereilt nach Cancun umziehen und habe deinen Deckel vergessen. Fangen wir einen neuen an. Hier, bitte. Ah. Danke. Bis später, Left. Eins steht fest. Ich werde das... Aber ich werde es... Wo ist Becky, wenn man sie mal... Aber ich werde es auf diesem heißen... Achso, hat er automatisch schon... Okay. Okay, schon beides runter. Okay. Salz rein. Eine Prise. Salz macht brumm, alles klar. Und Zitronen. Ein paar Spritzen. Das sollte... Dem Mixen. Kochbuch zufolge, jetzt muss ich an... Hoffentlich waren da keine... Eimer. Ich fülle die Guacamole. Und jetzt? Tja. Guacamole in den Eimer, aber ich weiß nicht, wie ich das Loch da oben reinkriege. Futter! Das hilft mir nicht. Das ist gut so. Eher nicht. Besser nicht. Das lässt sich. Das würde ich. Dafür habe ich. Und das ist ausnahmsweise. Das Sonnensegel ist so angebracht, dass kein bisschen. Aber ich will, dass das Licht ankommt. Das hilft mir. Das hilft mir. Das würde nur... Besser nicht. Hm. Ich krieg da jetzt ein Loch rein. Ich
Schlecht gepflegtes Loch und Sonnensegel. Da komme ich nicht ran. Das Loch ist nur provis... Das hilft mir nicht. Das Loch ist nur... Das Sonnensegel ist so... Leftos selbstgebrautes... Das hilft mir. Das lässt... Das ergibt... Die beiden Sachen... Was jetzt? Ja,